So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, heute mal wieder ein kleines, schönes Rush Royale Video mit ein paar Infos für euch. Und zwar wurde gestern gepostet die Änderung des PvP-Modus, so leichte Änderung. Außerdem haben wir einen schönen Übersichtskalender bekommen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Kann ich euch den hier einmal reinziehen? Vielleicht ja für den einen oder anderen interessant. Da seht ihr wirklich den kompletten Monat, wann welches Event kommt, wann welcher Held im Event ist, wann welche Einheit im Event ist. Und ja, so kann man doch besser planen. Wenn man jetzt zum Beispiel noch die Mary braucht, dann weiß man genau, wann die das nächste Mal im Shop ist. Und das ist eine coole kleine Änderung, würde ich sagen. Würde ich mich freuen, wenn das so fortgesetzt wird und in Zukunft immer so eingeblendet wird. Ja, ansonsten gibt es PvP-Änderungen demnächst und da gucken wir mal rein, was sie uns da Schönes schreiben. Wir arbeiten weiterhin an der Länge der Gefechte, daher werden PvP-Kämpfe in Ligen auf verschiedene Weise geändert. Ziel ist es, ihre Dauer zu verkürzen, um mehr Zeit für verschiedene Spielmodi und die Entwicklung einer Sammlung von Einheiten und Helden zu sparen. Die Wellenlängenreduzierung. Eine der wichtigsten Änderungen an PvP-Kämpfen in Ligen ist die verkürzte Dauer von Wellen. Die Dauer der ersten Welle wird von 120 auf 90 Sekunden verkürzt. Ab Welle 9 wird die Kampfzeit von 40 Sekunden auf 30 Sekunden verringert. Mana-tragende Monster. Ab der ersten Welle werden sie auf verbesserte Mana-Heuler-Monster stoßen, um ihnen dabei zu helfen, das Feld aktiver zu entwickeln. Monstergesundheit. Ab der dritten Welle wird die Gesundheit der Monster deutlich zunehmen. Ab Welle 10 erhalten Monster einen Geschwindigkeitsschub und werden von Welle zu Welle schneller. Ja, finde ich erstmal okay, denn dass die Matches zu lange dauern, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Müssen wir dann schauen, wie es sich wirklich in-game, sage ich mal, auswirken wird. Deswegen können wir da gespannt bleiben. Die Idee ist auf jeden Fall erstmal gut und ja, würde ich so unterstützen, dass die Kämpfe schneller voranschreiten. Werden mal sehen, ob es dann auch so ist. Ansonsten, der Drache wurde besiegt, das ist schon mal gut. Ich bin hier wieder ins Event mit reingestartet. Ihr seht, ich bin schon ganz weit eigentlich für den jetzigen Zeitpunkt. Also kann man nichts gegen sagen. Holen wir hier noch den Drachenpass. Warum denn nicht? Dann sind wir schon fast durch, glaube ich. Naja, noch nicht ganz. Das passt. Den werde ich aber später auch machen, die Belohnung dafür. Ich würde euch das empfehlen, wenn ihr Zeit habt. Ich meine, ich habe gestern hier 7 Dinger gemacht mit dem einen Werbung, zweimal den Boss jetzt besiegt. Ja, heute noch mal ein paar Sandalen, dann ist man durch. Aber ich sag mal insgesamt die Belohnung, die man insgesamt bekommt mit den ganzen Fragmenten und Staub. Ich würde sagen, die 7 € dafür lohnen sich und wer die Zeit hat, auch wenn es ein bisschen, ja, träge ist, kann man das auf jeden Fall machen. Ansonsten würde ich sagen, wir starten heute mal nochmal mit der Riding Hood, mit unserem schönen Riding Hood Deck in den PvP-Modus rein und schauen mal, was da so geht. Let's go. Wir bekommen hier direkt mal einen Max-Kultisten. 18er Mary. Auf jeden Fall also ein ganz guter Gegner. Unsere Aufstellung ist mal schön, denn wir haben hier mal direkt zwei Felder nebeneinander. Ja, das ist gut. Das Einzige, was nicht gut ist, ja. Wir platzieren ja hier immer unseren Rüstungsbruch-Kollegen. Das heißt, ja, eigentlich ist es nicht gut. Wir hätten ein, zwei da rechts stehen müssen. Ansonsten müssten wir den Rüstungsbruch hier oben hinstellen. Ja, schwierig. Oder wir benutzen die beiden Felder hier eventuell und stellen den Rüstungsbruch-Kollegen hier hin. Beziehungsweise, nö, würde dann eigentlich gehen. Mal gucken. Wir schauen, wie es sich entwickelt. Manchmal kann man auch viel vorher planen. Und in-game wird es dann doch nochmal ein bisschen anders. Hexe unten am Start, können wir auch mal gucken. Merch-Felder natürlich mitnehmen, immer wichtig. Na komm, wir nehmen die erste weg. Es geht schon. Hier könnte man ins Merch-Feld reinkommen, wenn man will. Indem wir hier die einmal wegnehmen und dann zack, so reinziehen. Das ist immer ganz praktisch. Das passt. Wo ist es hingeflogen? Hier, die machen wir auf die goldene schon mal rauf. Da machen wir so. Da haben wir das Merchfeld wieder frei. Hier können wir auch wieder rein ins Merchfeld. Das passt doch. Das passt doch sehr, sehr gut. Ja, gut. Den nehmen wir so, wie er ist. Zack. Beschwörer haben wir auch einige rumzustehen. Dreierhexe. Was sagt die Dryad zur Dreierhexe? Können wir machen, oder? Direkter Tausch. Sehr schön. Hier immer schön einfrieren.
Einsatz Riot. Packen wir einfach mal in den Beschwörer rein. Warum nicht? Sehr schön. Auch schön hier wieder fürs Merchfeld. Hier auch sind wir schon bei 12%. Das ist schon mal sehr entspannt. Kann man auf jeden Fall machen. Das läuft auch sehr gut. Und ja, genau, hier müsste halt stehen, ne? Oh, wir treffen auch noch die richtige Einheit. Nice. Hier müsste halt dann auch später stehen für den Rüstungsbruch. Das wäre ganz in Ordnung, würde ich sagen. Wir machen den mal auf T5 hier schon mal. Hier können wir reinmerchen, kriegen nochmal eine Drade. Sehr, sehr gut. Das läuft ja heute wie am Spießchen, oder wie sagt man? Zack, einmal den hier weg. Das läuft wie am Spieß. Auch ein doofes Sprichwort eigentlich, ne? Ja, let's go. Einfach so einmal. Dryad. Komm, gönn uns noch eine goldene. Ne, noch eine goldene gibt's nicht. Aber gut, wir haben Glück gehabt mit den goldenen. Von dem her, damit kann ich auf jeden Fall leben. So, wir müssen mal gucken, dass wir es trotzdem auf T7 schaffen. 2, 3. Ja, können wir doch schon. 5 und 7. Perfekt. Die Statue könnte man da theoretisch stehen lassen, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir werden gucken, dass wir hier unten irgendwo eine Statue hinbekommen. Packen wir einfach mal auf den hier drauf. Merch, wie weit sind wir da? 20%. Da geht auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Gucken, was wir hier kriegen. Ja, nehmen wir einfach die Statue einmal weg. Hexenmerch ist 3 erst. Das ist ein bisschen schwach. Da geht eigentlich noch was, ne? Wo ist unser Stack hin? Hier vorne. Dann nehmen wir die Statue weg. Hexe. Können wir nicht da stehen, die muss eins nach oben, leider. Leider Gottes. Ja, da muss sie hin, genau. Perfekt. So, lassen wir es direkt mal stehen. Das passt. Jetzt müssten wir eigentlich hier unten mal Platz machen. Wir machen den hier einmal auf 4 für den Rüstungsbruch. Jetzt brauchen wir aber hier unten auch noch was. Also eine Ritterstatue am besten in einem von den beiden Feldern. Zack, einmal hier hoch. Das ist schön. Das Merchfeld wieder. Nochmal Merchfeld. Nochmal, sehr gut. Umwandlung. Great, das ist gut. Können wir hier einmal auf T5 machen. Passt. Tribunal kommt gleich. Wir haben 5er. Wir haben noch keine Statue. Das ist ein bisschen das Problem. Es wäre halt so cool, wenn wir hier hin und her machen könnten, ne? Oder wir müssen zwei Statuen hier aufstellen. Würde auch gehen, theoretisch. Aber ist nicht ganz so geil. Jetzt kriegen wir, wenn wir einmal den Merch noch mitnehmen. Auch mal einen grünen. Wir können ja notfalls hier rein, gleich für den Tribunal, der gleich kommt, den wir hoffentlich pulverisieren werden. Wäre jedenfalls zu wünschen für unser Feld. Ja, das passt. Okay, den trifft er, das ist okay. Ich merge sogar immer hier rein. Ja, auch mal Glück haben. Einfach mal Glück haben. Das geht auch mal. Hexen könnten noch ein paar mehr kommen, ne? Haben wir gerade mal 4 Merges, das ist ein bisschen schwach. Da ist noch einer, sehr schön. Hexe können wir nicht wegnehmen, haben wir gerade gesagt. Die lassen wir jetzt am besten mal stehen. Wir müssten aber hier auch noch eine Statue hinbekommen, irgendwie. Die uns gerade nicht gönnt. Da ist wieder eine Statue. Bringt jetzt auch nichts. Weiß nicht, nee. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal eine bekommen, auf 1, könnten wir die beiden merchen. Aber es wäre halt auch cool, wenn wir erstmal die Ritterstatue an Position kriegen würden, ne? Das wäre halt cool. Aber werden wir nicht zusammenbekommen. Einmal hier hin. Riding Hood. Gönn jetzt bitte, komm. Das war knapp. Da helfen wir ihm sogar noch. So ein bisschen machen ihm da Platz am Außenbahn.
Jetzt wird es aber hier langsam mal Zeit für eine Ritterstatue. Das ist keine Ritterstatue. Das ist eine Hexe, das ist auch okay. Zack. Wir merchen. Einmal so. Wieder nicht. Ihr gönnt nicht. Oh, das ist gut. That's very good. But we need to active this here. This one. Der englische King ist da, Kappa. Da müssen wir einmal fressen, geht nicht anders. Da ist die Ritterstatue. Da, wo sie nicht sein soll, natürlich. Da ist er auch wieder. Den muss er leider auch nicht gebrauchen. Jetzt haben wir ein bisschen zu früh aktiviert, aber gut. Ich denke mal, für den Chaos reicht es. Den Hirnstein bringt gar nichts, ne? Da ist der Rüstungsbruch viel zu spät am Start. Hexe auf 3. Okay, hier wäre erstmal okay. Die würde ich fast stehen lassen dann dafür. Dann hätten wir ja die beiden Felder. Wir nehmen es jetzt so. Wir müssen es nehmen, wie es kommt am Ende des Tages. Deswegen nehmen wir auch die Hexe hier nochmal mit. Jeder Hexenmerch zählt. Der Merch zählt auch. Da ist nochmal Hexe. Sehr schön. So ist gut. Das passt. Ja, der ist auf 1 natürlich nur. Wir pushen die mal ein bisschen hoch zumindest. Das hier vorne ist jetzt nicht so cool. Können wir gleich mal einmal wegbewegen. Obwohl, wir könnten einmal hier hin. Ist auch okay. Jetzt kommt der Virus, der wird wieder nerven wahrscheinlich. Reinigt sich natürlich nicht. Jetzt hat er sich gereinigt. Da oben braucht man natürlich auch noch eine Hexe, ne? Ist klar, dass wir die beiden Felder benutzen können. Aber ist natürlich ein bisschen weit weg hier. Hier vorne wäre natürlich optimal gewesen, die beiden. So, wir bewegen uns einmal. Na gut, den Hexenmarsch nehme ich mit. Einmal hier hin. Zack. Hexe. Wichtig, müssen wir mitnehmen. Bisschen wenig Mana am Start. Was kommt denn jetzt in Großmeister als zweites? So, mal schauen, was wir da machen gleich. Umwandeln. Hexe. Ne, keine Hexe. Ich denke, es wird aber was, oder? Ja. Pulverisiert einmal. Den benutzen wir natürlich, den auch. Wir wollen hier nichts verschenken. Wir haben schon zu wenig Mana. Hat die Hexe hier unser Feld abbekommen. Ist auch bitter. Würde ich gern stehen lassen, wenn es geht. So lange wie möglich zumindest. Ist okay, dann müssen wir mal die Hexe einmal wegnehmen. Da müssten wir in die Dryad rein. Würde ich auch gerne eigentlich spielen, lieber. Wenn es nicht anders geht, machen wir das auch. Wenn die hier raufziehen, ne? Aber erstmal voll machen, dass wir vielleicht hier unten ins Feld reinkommen. Ins wichtige Feld. Ins wichtigste Feld eigentlich auch. Natürlich bekommen wir erstmal oben rechts die Einheit. Das passt. Können wir mitnehmen. Einmal so. Und eine Hexe am Start. Das passt, das passt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Können wir hier noch ein bisschen was pushen? Hier können wir Platz machen nochmal für einen Merch. Ich weiß nicht, sind wir durch? Ja, wir sind durch mit den Merches. Das ist okay. Da brauchen wir nichts mehr unbedingt. Trotzdem hier rein merchen. Die Fusionsränge. Der ist aus, ne? Mach mal an jetzt hier, Kollege. Ja, da ist er wieder. Einmal zurück. Wir merchen trotzdem, ist nicht schlimm. Boah, das gibt's gar nicht. Wir müssen da rein, ne? Das Feld. Jetzt mal gucken gleich. Wir können den hier noch auf 5 machen. Wir haben schon die maximalen Feen auch bekommen. Ist schon gut. Hexe ist erst auf 13 nach wie vor.
Let's go. Ja gut, der wurde pulverisiert. 21 Mio-Hit oder was war das gerade? Ich glaube ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben so ein Schwein, dass der jetzt gerade beim ersten Mal gereinigt hat. Hier bekommen wir noch ein paar Hexenstacks, das ist gut. Die heben wir auch auf, wie gesagt. Hexe wichtig. Noch ein oh, Hexe eigentlich, wie gesagt, würde ich gerne aufheben. 1, 2, 3, dann könnten wir es umwandeln. Also könnten wir 2 Dreier merchen. Oder so. Ist auch okay. Das eher nicht. Das passt. Sehr schön. Die können wir zusammenziehen. Was kommt hier raus? Ein Beschwörer. Vielleicht können wir noch eine 5er Statue basteln. Sieht eigentlich ganz gut dafür aus. Oh, der Chaos. Oh Gott. Einmal hier bewegen, komm. Gib Action. Schön. Ja, hier noch eine Hexe hin wäre gut, ne? Das wäre echt von Vorteil. Hier rein. Und einen zweiten Damage Dealer. Dafür müssten wir hier aber Platz haben. Dass wir überhaupt die Möglichkeit haben dafür. Den können wir rausziehen. Aktivieren schön. Gib uns da oben noch eine Hexe, komm. Mach kein Auge. Sehr schön. So dachte ich es mir. Dann können wir jetzt hier noch den zweiten aktivieren. Der Tribunal wird hitten. Ja, er zieht ihn, schön. Naja, der hittet, das war klar. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Wir sind da. Ja, jetzt hat er den hier wieder zum. Na klar. Gut, wir nehmen einfach den hier weg. Hier ist unser Notfall gleich, damit wir nochmal aktivieren können alles. Hexe, schön. Hexenstacks sammeln. Nach wie vor. Unser Rüstungsbruchkollege ist auch eins runtergegangen. Ist aber okay. Ist immer so ein typisch, dass man hier noch rein merchen will, ne? Wir müssen ja nicht mehr da rein. Jetzt haben wir hier Scheiße gebaut. Zack, einmal aktivieren. Zack, zweimal aktivieren. Wieder voll machen. Den hier rausziehen, damit wir da hinziehen können. Hier noch ein Hexenstack. Das sieht gut aus. Umwandeln, kommt eine Dryad raus. Ja, der hittet wieder. Aber ihn halt auch, ne? Und wir sind ready. Komm. Was hat Kitsune da noch geholt? Ein Großmeister, jawohl. Schön. Oh, hier einmal merchen schnell. Okay, wir können hier aktivieren, das ist gut. Aber er hat es trotzdem überlebt, ne? Dafür ist bei ihm der Virus am Laufen. Wir müssen einmal. Oh, komm, Hexenstack nehmen wir trotzdem noch mit. Sind wir jetzt bei 20, also wir sind ganz gut dabei, außer dass uns zweimal der Tribunal gehittet hat. Was jetzt nicht so von Vorteil ist. Zack, hier können wir nochmal einen Hexenmerch. Ah ne, können wir nicht. Oh, jetzt hätte ich fast die Hexe weggemercht. Das wäre ja bitter geworden. Das passt. Oh, da kriegen wir auch nochmal eine Hexe. Und das Ding sollte entschieden werden. Wir frieren ihn nochmal ein. Zack. Arab Royal. Gutes Spiel. Und die Riding Hood bleibt on top, würde ich mal sagen. Fred, was sagst du dazu? Hast du noch was zu sagen heute im Video? Ich denke nicht, oder? Sehr, sehr schönes Spiel. Wie viel? 7,5B. Auf entspannt kann man sagen. Es gibt 32 Trophäen. Und es gibt noch ein paar Legendaries. Denn wir haben hier nochmal einen auf jeden Fall. Let's go. Ein Schreddermeister wird gesucht. Meteor wird's. Schade. Und je nachdem, wie viel Staub wir jetzt bekommen, 100. Obwohl, 100 ist okay, glaube ich. Da können wir mal hier kurz rüberspringen. In den Turniershop. Und oh ja, hier ist ja sowieso noch was am Start. Immer schön hier rein. Zack. Weit nehmen wir mit. Die Verteidiger immer schön mitnehmen, fleißig. Hier auch nochmal die Kiste kaufen für die Verteidiger. Und dann könnt ihr auch hier noch ein bisschen Staub holen, damit wir jetzt noch zwei Legendaries nochmal zusätzlich holen können. Denn.
Wir brauchen natürlich noch Schreddermeister. Let's go. Wo seid ihr? Bam, 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 bam. Dämonenjägerin, okay. Und Ritterstatue. Na gut. Heute kein Schreddermeister für uns. Aber ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Legendary ist Legendary. Hier gibt es auch noch mal ein bisschen was. Sehr, sehr schön. Und dementsprechend sind wir für heute durch. Dann sind wir natürlich angekommen bei den Supportern des Tages. Das wären einmal ich selbst, dann der Johnny, der sich Kristalle gönnt, der Tracksand, Dagger, Raptor, Soul88, Karl27, Only Two ist am Start, Seth Frog, Master Klinke, Grüße zurück, Gragoil, alles Gute, mein Freund, vielen lieben Dank, Seth Frog, zweimal, dreimal, viermal, vielen lieben Dank, Crown Frill Side ist am Start, Siebelchen, schönes WE wünsche ich, vielen lieben Dank wünsche ich dir auch, der DNKP ist am Start. Vielen lieben Dank, Black Panther, zweimal, dreimal, Kuss, Lennox, feier deine Videos, Creator Code Skizio, ja, danke, Black Panther nochmal mit am Start, Mac Muse, mach weiter so, mein Guter, liebe Grüße vom Ü30-Clan, wir hätten sicher nichts dagegen, euren Wing-Clan zu werden, vielen, vielen lieben Dank für euren Support, der Sci-Fi dann auch noch zweimal am Start, Kuss, 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 und Support ist ein gutes Stichwort, ich brauche tatsächlich eure Hilfe. Ich erwähne es manchmal so, aber ich geier jetzt nicht so drauf. Es wäre nur cool. Wir haben über 50% der Leute, die hier die Videos schauen, die noch nicht abonniert haben. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr einfach mal auf Abonnieren klickt. Die Glocke müsst ihr nicht abonnieren oder aktivieren. Könnt ihr natürlich machen. Denn bald werden die Anforderungen fürs Creator-Programm etwas angehoben. Und wir haben zwar genug Aufmerksamkeit auf den Kanal, aber leider gibt es da auch eine Hürde von Abonnenten, die man schließen muss, um dass wir auf den Stand bleiben, wo wir jetzt sind, auch mit diesem Vorabzugriff. Deswegen einmal alle, zack, den Kanal kostenlos abonnieren, kostet nichts, ist komplett for free, kostet euch nur einen Klick und auch gerne in euren Clans weitersagen. Das würde mich sehr unterstützen, wenn euch der Content gefällt. Und ja, damit wir auch weiterhin diesen Vorabzugriff immer bekommen, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Wir haben da einen großen Meilenstein vor uns, den wir bis zum Sommer knacken müssten hier auf YouTube. Deswegen wäre ich über jeden Support von euch sehr, sehr dankbar. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen 18 Uhr zum weiteren Video. So wie jeden Tag, fast jeden Tag. Vielen lieben Dank. Macht euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.